Eine große Sorge gilt weiterhin den Geiseln der Hamas-Terroristen. Die Bundesregierung hat nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock weiter keinen direkten Kontakt zu dem im Gazastreifen von den Hamas-Terroristen festgehaltenen deutschen Geiseln. Die Grünen-Politikerin bestätigte in der ARD, dass ihr Ministerium auf allen Kanälen versuche, mit der Hamas Kontakt aufzunehmen. Und so stehe man in Verbindung mit Ägypten, der Türkei und dem Golfemirat Katar. Israels Regierung spricht ja mittlerweile von insgesamt 199 Geiseln, die die Hamas-Terroristen in ihrer Gewalt haben. Und darunter sind auch 8 Deutsche bzw. Israelis mit einem deutschen Pass. Über die aktuelle Lage möchten wir sprechen mit der Bild-Chefreporterin Politik, Antonia Yamin. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Guten Tag, Antonia. Die Geiseln sind ein großes Thema seit Beginn dieses terroristischen Überfalls. Aber man hört jetzt immer wieder, dass sie eben nicht die höchste Priorität haben können, wenn Israel diesen Kampf im Gazastreifen weiter fortführen wird. Was genau bedeutet das für die fast 200 Menschen, die verschleppt worden sind? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keine große Hoffnung, dass diese Geiseln frei kommen. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig für die israelische Bevölkerung, also weil man muss verstehen, fast jeder Israeli kennt einer von diesen Geiseln, wenn persönlich, wenn durch Bekannte, wenn durch Freunde oder Familie. Und die israelischen Medien berichten ja auch schon seit 9 Tagen über diese Geiseln und erzählen diese Geschichte. Deswegen fühlt jeder Israeli, als ob diese 199 Geiseln halt Teil der Familie sind. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die israelische Politik macht sich jetzt nicht sehr viel Gedanken. Gedanken schon, aber wir sehen jetzt keinen echten Versuch, sie irgendwie zu befreien. Ihr müsst es euch so vorstellen, Premierminister Benjamin Netanyahu hat sich noch nicht mal mit den Familien von diesen Geiseln getroffen. Also Annalena Baerbock hat sich mit Familienangehörigen getroffen, Premierminister Benjamin Netanyahu aber nicht. Und wenn jetzt irgendwann mal die Bodenoffensive starten wird, und sie wird wahrscheinlich in den kommenden Tagen starten, dann kann man ja auch irgendwie vergessen, dass diese Geiseln frei werden. Wir haben vorhin mit Juri Ascher gesprochen. Mhm. Seine Frau, seine beiden Kinder, seine Schwiegermutter sind Geiseln der Hamas. Und es war ein sehr emotionales, eindringliches Gespräch. Und er hat besonders den Bundeskanzler angefleht. Er hat den Bundeskanzler angefleht, alles zu tun, um seine Familie zu retten. Wie schätzt du denn die Chance ein, dass die deutsche Regierung tatsächlich was unternehmen kann? Er hat sich ja auch mit Annalena Baerbock getroffen. Aber spielt Deutschland da nicht auch eine kleinere Rolle? Weil wir reden hier über 8 deutsche Geiseln insgesamt von 199. Ich würde fast sagen, dass für diese 8 Deutschen die einzige Chance wäre, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sich Mühe macht, sie zu befreien. Weil wenn nicht, werden sie wahrscheinlich nie zurückkommen. Und ich habe mit Juri Ascher selbst vor ein paar Tagen schon gesprochen. Er hat mich sofort angerufen, weil er gesagt hat, Antonia, ich brauche, dass die Deutschen es verstehen, weil er einfach nicht die Hoffnung hat, dass Israel sie zurückbringt. Er hat ja auch ihren Pass gezeigt von seiner Ehefrau, den deutschen Pass, dass der Bundeskanzler handeln soll. Genau, weil am Endeffekt Israel oder die israelische Regierung hat sehr viel jetzt zu tun. Und die muss diese Bodenoffensive planen. Und das große Ziel ist halt nicht, die 199 Geiseln zurückzubekommen, sondern Hamas zu zerstören. Wenn wir jetzt auf die Geiseln blicken, sind sie genauso ein Druckmittel und Schutzschild für die Terroristen, wie ja auch die unzähligen Frauen und Kinder, die sowieso im Gazastreifen leben. Auch sie werden seit Jahren dafür ausgenutzt, um die Hamas zu schützen. Israel hat nun dazu aufgerufen, man solle fliehen in den Süden des Gazastreifens. Aber die große Frage ist, reicht das? Viele wollen natürlich Gaza insgesamt verlassen, Ägypten aktuell nicht bereit, dort jetzt Frauen und Kinder vor allem aufzunehmen. Ist Israel da wirklich alleine in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Zivilisten irgendwie in Sicherheit gebracht werden? Alleine auf jeden Fall nicht. Also Israel hat natürlich eine Verantwortung und Israel will auch keine Frauen und Kinder im Gaza töten. Aber ich finde es halt eine Unverschämtheit, dass die internationale Welt diesen Druck halt nur auf Israel übt. Was ist, wie du gesagt hast, mit Ägypten? Das ist ein Nachbarland, ein muslimisches Nachbarland. Warum tun sie die Grenze nicht zu diesen ganzen Millionen Frauen und Kinder aufmachen? Ich kann natürlich verstehen, warum Ägypten sagen würde, wir nehmen keine Männer auf. Weil ja, Männer sind am Endeffekt auch potenzielle Terroristen, aber Frauen und Kinder, warum nicht? Was ist mit Saudi-Arabien? Was ist mit Jordanien? Aber ja, Ägypten halt erste Priorität, weil es halt ein Nachbarland ist. Und nicht nur, dass sie die Kinder und Frauen nicht
akzeptieren. Die tun sogar die Grenzen noch mehr mit Erde beschütten, damit es überhaupt keine Möglichkeit gäbe, davon da rauszukommen. Und irgendwie guckt die Welt immer noch nur auf Israel. Und ich weiß ja, dass wenn die Bodenoffensive startet und es wird noch mehr Tote im Gazastreifen geben und es ist grausam. Und ich denke nicht, dass Frauen und Kinder auch nicht in Gaza sterben müssen, auf keinen Fall. Aber die Welt muss ja auch Druck auf andere Länder ausüben und nicht nur auf Israel. Diese Bodenoffensive lässt immer noch auf sich warten. Was könnte dahinter stecken? Das kann nicht nur das Wetter sein. Es ist vielleicht der Druck der Amerikaner von US-Präsident Joe Biden, der ja auch immer Israel aufgefordert hat, genau diesen humanitären Aspekt zu berücksichtigen. Und der versucht ja auch auf Ägypten einzuwirken in dem Sinne. Außenminister Blinken ist schon wieder jetzt in Israel. Der hat da eine ganze Tour gemacht. Also könnte da in den kommenden Tagen tatsächlich noch etwas passieren, dass die Bodenoffensive so lange hingezogen wird, bis man diese 600.000 Palästinenser eventuell in Sicherheit gebracht hat? Also das ist natürlich ein Aspekt davon. Israel will so viele Zivilisten in den Süden von Gaza kriegen, damit es auch weniger Tote gibt. Ein anderer Aspekt ist natürlich die Überraschung. Also Israel wurde vor 9 Tagen sehr heftig überrascht. Alle wissen und auch der Hamas weiß, dass die israelische Armee jetzt reinkommen wird mit einer Bodenoffensive. Die israelische Armee haltet sehr viele Karten bei sich. Sie will nicht alles erzählen. Und am Endeffekt, um so eine Operation durchzuführen, das kann man nicht einfach 1, 2, 3 machen. Also da muss man schon, also die Reservisten müssen erst eingezogen werden. Man muss mit denen wieder trainieren. Es sind ja am Endeffekt auch Leute, das sind nicht nur 18-Jährige, die jetzt schon in der Armee sind. Das sind 35-jährige Männer oder 40-jährige Männer, die schon Familie und Kinder zu Hause haben, die jetzt nicht jedes Mal Training machen. Und damit diese Operation auch erfolgreich sein kann, muss man sie irgendwie planen. Und ja, da sollte auch irgendein Überraschungseffekt kommen. Antonia, danke für das Gespräch. Und wir können nur hoffen, wir stehen zu Israel und wir hoffen, dass es irgendwie eine Lösung für diesen fürchterlichen Konflikt gibt. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.